Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen zu einer herrlichen Fahrradtour. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ich habe richtig gute Laune. Das Ganze hier Anfang April, so ein herrliches Radfahrwetter. Und herzlich willkommen hier in Friesland. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier kein Quatsch erzähle mit meinen geografischen Unzulänglichkeiten. Ich habe nämlich gedacht, ich fahre nach Ostfriesland, nämlich hier die Hille besuchen. Und die Hille hat uns gestern Abend nochmal hier aufgeklärt, dass das hier nicht Ostfriesland ist, sondern Friesland, wo wir unterwegs sind. Genau. Aber da musst du mir erstmal erklären. Ne? Ostfriesland ist westlich von Friesland. Und egal. Ist so, Landkreis Friesland. Wir sind hier in Zetel, da ist die Hille zu Hause. Ja. 8000 Einwohner, eigene Autobahnabfahrt. Yep. Waren wir schon positiv überrascht heute Morgen. Ich habe von dem Ort, muss ich ehrlich sagen, jetzt, bevor wir dich jetzt kennengelernt haben, nie was gehört. Aber reicht jetzt dann ja auch, ne? Jo, wir kennen dich hier, ist ja okay. Und vor einem Jahr hatten wir schon verabredet für diese Tour. Genau. Da war das Wetter nicht so ganz, wie wir es uns gewünscht hätten. Nee, einmal war Regen, dann nächsten Termin, den wir gemacht haben, war Schnee. Dann haben wir gesagt, ja, schieben wir das Ganze mal ein bisschen auf. Ein Jahr hat es dann gedauert, aber heute geht es hier los. Und wir haben noch jemanden, der uns begleitet hier. Nämlich, wer hätte es gedacht? Der Peter. Ja, schönen guten Tag. Oder vielen bekannt hier als Black Max. Die Hilde hat auch gesagt, einen normalen Namen kennt eigentlich gar keiner. Das ist einfach hier Black Max. Und wir drei machen uns auf den Weg jetzt hier. Hilde hat was vorbereitet, ein paar Sehenswürdigkeiten haben. Hat genau. Uns heute Morgen schon erzählt. Da freuen wir uns drauf. Ich will gar nicht lange schnacken jetzt hier. Los geht's. To be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Thank you.
Wenn du dich jetzt wunderst, warum ich überhaupt nichts zu dem erzähle, was ich hier zeige, liegt das ganz einfach daran, dass bis zu diesem Punkt in Wilhelmshaven mein Mikrofon ausgeschaltet war. Ich habe es dann aber festgestellt und darum geht es dann gleich auch mit dem Ton von der Tour hier weiter. Ja, wir radeln jetzt hier entlang am Banter Fischerdorf und das wird praktisch im April immer erst aufgebaut hier und im Herbst wieder abgebaut, im Winter dann. Und die Hütten werden dann von Generation zu Generation in der Familie sozusagen weitervererbt. Das war interessant hier. Das Wetter ist ja richtig gut heute jetzt hier an der Nordsee und die Schafe haben auch schon hier Fell abgelegt hier. Die sind schon hier im Sommerlook, Sommeroutfit. Das finde ich aber gerade richtig spannend und interessant jetzt hier, dass man praktisch direkt an der Rollbahn hier Wilhelmshaven Airport entlang radelt. Cool. Boah, Bentheimer Sandstein. Das ist ja fast aus meiner Heimat hier. Auch immer wieder jetzt hier zwischendurch so Skulpturen, Kunst am Radweg, am Deich hier. Immer wieder interessant. Ich würde mal sagen, eine Muschel. So, noch 2 Kilometer nach Dangast. Und in Dangast gibt es gleich lecker Fischbrötchen. Oh, da freuen wir uns.
guck mal hier. Mosaik gefliest. Der Jadebusen. Cool. Ich habe auch schön die Sonnenuhr und die rastlose Hille schon wieder unterwegs hier. Kommt gar nicht mehr zum Film hier. Ja, jetzt heißt es hier Augen aufhalten. Wo ist die Fischbude? Da hinten das Gelbe. Ist doch immer gut, wenn man eine ortskundige Reiseleiterin dabei hat. Der Peter hat so ein bisschen Reichweitenangst. Der hat so ein bisschen Stress, weil er mit dem Mockwheel unterwegs ist. 40 Kilometer hast du gesagt. Ja, das heißt Stress, aber die Reichweite war halt am Ende, ne? Ja, war rot. Ja, vielleicht noch 10 Kilometer. Oh. 10 Kilometer noch gehalten, vielleicht 50. Aber hast du nett im Kurhaus gefragt, du kriegst ja Strom? Ich hab gefragt und die geben Strom. Man muss halt fragen, ne? Ja. Nur sprechen, Leuten kann man helfen. Ja, ist ja so, ne? Ja. Bist du ja offensichtlich. Ich hab ein Problem. Und hier gibt es auch, guck mal, richtig schön hier Musik da hinten, Jazzmusik. So ein Markt hier am Kurhaus in Dangast. Unglaublich, ne? Wenn Anfang April einmal die Sonne rauskommt. Herrlich. Was dann gleich los ist hier. Da haben wir uns offensichtlich genau den richtigen Tag hier ausgesucht. Und das kann natürlich kein Zufall sein. Das soll doch so sein, dass wir die Tour zweimal absagen mussten im letzten Jahr wegen Wetter. Fast ein Jahr aufgeschoben haben, gut ein Jahr aufgeschoben haben. Und dann jetzt hier bei strahlendem Sonnenschein an der Nordsee empfangen werden. Wie heißt es so schön? Unendliche Weiten. Heute schon sehen, wer morgen zu Besuch kommt. Also Schafe ist ein ganz großes Thema hier oben, kann das sein? Ja. Sieht man eine ganze Menge, ne? Die Deichpfleger, ne? Die Deichpfleger, ja. Die haben alle schon hier, die wir gesehen haben, ziemlich alle Sommerpulli an, ne? Also den Pulli aus. Also ich könnte jetzt so ein bisschen Meeresrauschen darüber machen hier. Aber, liebe Leute, erstmal die Mücken aus dem Mund wieder rauskriegen. Die Realität sieht so aus, wir fahren direkt neben der Autobahn, A29. Der Rausch war ein anderes, aber nicht das Meer. Und mittlerweile sind wir schon 51 Kilometer geradelt, obwohl wir erst, ich glaube, insgesamt 6 Stunden unterwegs sind oder sowas, ne? 17 Uhr, wann sind wir gestartet? Ja, vor 11 sind wir nicht gestartet, 17 Uhr, 6 Stunden. Das ist ja für uns hier, jetzt sind wir gar nicht mehr gewohnt, hier so viele Kilometer zu schaffen hier. Kommen wir richtig voran. Ja, und hier schließt sich gleich der Kreis. Heute Morgen sind wir von vorne gekommen, dann hier rechts rumgeradelt. Hatten wir diese Steinskulptur, hätte ich fast gesagt, Holzskulptur hier gesehen. Und jetzt fahren wir, glaube ich, links, oder? Jo, wahrscheinlich ja, ne? Wenn die 8 praktisch komplett fahren, fahren wir jetzt hier weiter. Richtung Zetel. Heißt ja auch dann leider schon wieder Richtung Ende der Tour. Und
Mal schauen, uns gefällt es ja total gut hier. Kommen wir auf jeden Fall noch mal wieder. Sieht mal richtig klasse aus hier, ne? Herzlich willkommen heißt es hier in Zedel und das nehmen wir doch mal eben kurz wörtlich. Große Bierprobe machen wir dann. Ja, mir fehlt total die Entscheidungsfreudigkeit. Ja, hier Flensburger geht doch immer. Flensburger oder hier, ne? Kellerbier, hier hast du alles. Oh Mann ey, mir voll überfordert. Zu viel Auswahl. Landbier. Ja, mit dem Ladenschluss fast schon herausgefordert hier, nur um so ein Trägerbier zu kaufen, weil wir eine ganz klare Anweisung von Hille, es soll nicht so herb sein, hat sie gesagt, ne? Also so manche Sorten haben sie da ausgeschlossen und da dachten wir jetzt, hier kommt das tschechische Budweiser, das ist ein bisschen süffig, ein bisschen weicher, kann das Abgang. Hier reinstellen, wenn einer von euch den Korb nimmt, meinen Korb nimmt. Ja, das kann der Peter wohl machen. So. Ein bisschen was kann ich da ja noch. So. Das ist mal ein Angebot, ne? Das ist so ein Korb, ganz praktisch, ne? Ja, ja. Ich habe keinen Akku mehr. Du musst Korb in den. Tippitoppi. Ja, liebe Leute, insgesamt 57 Kilometer sind es jetzt hier geworden. Vorhin schon mal erwähnt, gut 6 Stunden waren wir unterwegs. Und es ist eine herrliche Tour hier, die du vorbereitet hast. Schön, dass in einer herrlichen Gegend auf jeden Fall. Und uns hat es ja so gut gefallen heute, dass wir dann die Hille direkt gefragt haben, ey, dürfen wir nicht hier bleiben, ein bisschen zelten bei dir im Garten? Wir hatten uns da schon ein bisschen darauf vorbereitet, aber dachten wir, fragen, wenn wir schon da sind, dann fällt das Nein sagen ein bisschen schwerer, als wenn man das hier so per WhatsApp oder so nachfragt. Und darum sind wir jetzt gerade ganz fleißig hier. Peter ist noch dabei, sein Zelt auszupacken. Und meins steht hier vorne schon. Ne, mal ein ganz anderer Klappsessel neben dem Zelt, den ich sonst dabei habe. Tippitoppi. Und dann machen wir uns noch einen schönen Abend hier ein bisschen schnacken, denke ich mal. Ne? Ja. Nett unterhalten. Und Wetter lädt gerade noch dazu ein, das Ganze draußen zu machen. Und sonst denke ich mal, dürfen wir auch noch reinkommen nachher, oder? Ja, oh, dürft ihr. Ja, Glück gehabt, ne? Und Zähne putzen dürfen wir auch drinnen, ne? Ja, dürft ihr dürfen auch. Dürfen wir auch drin, ja, sehr schön, alles klar. Also vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und zwischendurch schon erwähnt, bei Hille melden, Kanal abonnieren, wer mit ihr hier radeln möchte. Und da kann man sich bestimmt auch mal treffen, müsst ihr mal mit ihr absprechen. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Gerne. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Tschüss. Tschüss. Soll noch winken? Adios.